meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Life is Strange. Ja, ich weiß, die Folge kommt jetzt sehr verspätet, aber es war einfach so unerträglich heiß hier drin, dass sogar ein Rechner kaputt gegangen ist. Und es war einfach viel zu warm zum Aufnehmen. Es tut mir furchtbar leid, aber ja, es ging einfach nicht. So, und jetzt bin Max zum Frühstücken und ich finde, das sollten wir ihr nicht verwehren. Oh, das riecht auch schon ganz lecker. La da 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 da, ja, ja. Fotos, ja, die kennen wir schon. Oder? Doch, die haben wir schon gesehen. Das erste Mal hier im Haus waren. Ich würde sagen, oh, mal gucken, was gibt's denn hier? Das ist eine leere Schüssel. Das sieht schon mal scheiße aus. Das ist eine leere Pfanne. Hallo, ich dachte, es gibt Frühstück für mich. Das ist ja unfassbar. Alles leer hier. Leere Schüssel, leere Pfanne, leerer Teller. Ah, vielleicht ist was im Kühlschrank. Müsli gibt's auch. Oh, Zeitung. Das finde ich natürlich am interessantesten. Oh man, I don't want to be famous for this. Lesen wir. The Independent. Spontaner Schnee und verrückte Sonnenfinsternis. Apokalypse soon. Superheldin rettet suicide-gefährdete Blackwills-Studentin. So schaut's aus. So, was ist hier in der Flasche? Who drinks beer this early around here? Wer wohl? Das ist der Stiefpapa, der Unausstehliche. Eine Schiebetür. Ah, die können wir öffnen. Ach, schön. Ich guck mal ganz kurz, was es hier noch so gibt, weil ich will nicht direkt jetzt hier in die nächste, sorry. Die Tür zum Keller ist zu. Anrufbeantworter. Looks like a message. Abspielen. David, this is Officer Korn. Just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Okay, schnell zurückspulen. Und löschen. Schwupp. Message deleted. Goodbye, message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Ja. Die Mutter hat es ja gehört gehabt, das haben wir ja gerade gelesen, dass sie sich hier beschwert hat. Okay, wir sprechen Joyce einfach mal an. Natürlich, erst gucken wir sie an und dann Joyce looks so different in her street clothes. Reden wir sie an. So. Good morning, Joyce. Morning. Rachel. I mean Max. Oh, you startled me. But you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Oh, Pancakes. Ich stehe auf Pancakes. Pancakes! I'm dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problem. Yay! Müsli! Das können wir nur angucken. Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. Ich weiß nicht, bin ich so der Müsli-Fan? Ich stehe eher auf Pancakes. I love that they still have the same refrigerator. Ah, kann ich die nicht öffnen? Ich brauche doch Eier. Soll ich die mir jetzt herzaubern oder wie? Klar, also die Milch steht hier und die Eier liegen wahrscheinlich unterm Tisch oder so. Logisch. Now for the mother's milk. Eier sind im Kühlschrank. I love that they still have the same refrigerator. Na, das ist Müsli. Ich brauche Eier. Wo finde ich denn jetzt Eier? So, den Anrufbeantworter hatte ich. Jetzt sag mir nicht, dass hier irgendwo in einem Schrank die Eier drin stehen. Oh, jeez. Can you help me get this bird out of here? Natürlich. Oh. Look at the poor bird. He seems kind of freaked out. Okay, wenn ich den jetzt scheuchen würde, würde er natürlich. Zeitung, Flasche. War da noch was anderes gerade? Nee, ich dachte. Würde der arme Vogel natürlich direkt gegen die Glastür fliegen. Deswegen erst öffnen
Ich wollte eigentlich die Tür nur öffnen und nicht hier draußen sein. Aber naja, jetzt stehe ich draußen. Und hier liegen tote Vögel. Three dead birds lined up? That's fucking ominous. Oh mein Gott, was hat das zu bedeuten? Hier liegen bestimmt auch irgendwo die Eier rum. Vielleicht hat Chloe die Vögel ja mit Eiern beschmissen. Komm schon. So, grillen können wir nicht. Noch ein Vogel. Oh, dead bird. Poor thing. Aber warum? Oder streut der böse Stiefpapa hier irgendwie Zeugs rum gegen Insekten und deswegen sterben die Vögel, weil die das vielleicht fressen oder so? Bengo, 99 bis 2008. Ich denke mal, das wird der Hund gewesen sein. Ihhh, hier sind Mücken. Weg da. Noch ein Vogel. Es ist ja unfassbar, wie viel sind das? Also jetzt sind schon 5. I wonder how these birds died. Hm. Ob wir dieses Geheimnis wohl lüften werden? Eine Schaukel? Sitting in a swing always feels so comforting. Dann mach das doch mal. Setz dich doch mal hin. Und üb. I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swing all the way around. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Nur auf eine andere Art und Weise halt, ne? So, Max, hast du mir noch was mitzuteilen? Sieht nicht so aus. Ich warte ab, vielleicht kommt noch eine andere Sequenz. Ja. Ich glaube nichts, was uns jetzt irgendwie einen Tipp hier drauf geben würde. So. Okay, die Tür ist auch zu. Sonst ist hier nichts, ne? Nur die toten Vögel. Was ist das da drin? Wäsche? Ist das Wäsche? Nee, ich glaube nicht, oder? Weil insgesamt ist der Garten sau ungefickt. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht über die Vögel drüber latschen. Das ist ein Ball. Kann ich den Ball? Krieg ich den Ball? Kann mit dem Ball nichts machen. Und eine Kamera. Aha. Das ist echt creepy, der Typ, der hier alles mit Kameras ausstattet. Naja. So, als erstes, wir haben die Milch natürlich in der Tasche, damit sie schön warm wird, scheuche ich den Vogel raus. Bird, be gone. Fly, you fool. Und auf den Kamin. Das ist ja, ach, das ist ein oder kann ich hier ein Fenster aufmachen? Ah, Tatsache. I keep expecting to see the sky turn red. So. Scheuchen. Flieg. Flieg und sieg, kleiner Vogel. So, jetzt. Das ist ein Donut. Und irgendwas Ekliges daneben. Benutzt das Taschentuch oder so. So. Wo sind die Eier? Wir brauchen Eier. Nicht ihr Ernst, oder? Ach, das ist eine Einkaufstüte. Ich dachte, das wäre jetzt hier der Dingsstern. Oh, da ist ein Flyer. Das habe ich ganz übersehen. Guck mal. Auf der Eiersuche noch ein Flyer gefunden. Perfekt. This might be the one time these people are right. Was schreiben denn die Leute? Das Ende ist da. Ignorierst du immer noch seine Warnung? Hast du den Schnee bemerkt? Die Sonnenfinsternis beobachtet? Die sterbenden Tiere gesehen? Aha, daher die sterbenden Tiere. Die Zeichen sind direkt vor dir. Arcadia Bay ist das letzte Schlachtfeld von Pazuzu? Pazuzu. Jesaja. Ach, jetzt kommen wieder die ganzen blöden Bibelverse. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seinen Wagen, wird ein Sturmwind, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und mit Schelten in Feuerflammen.
denn der Herr wird durchs Feuer richten. Rette deine Seele noch heute. Tu Buße. Mhm. Ich weiß nicht, was ich von diesen ganzen Bibelversen halten soll. Schließe dich der Kirche der letzten Offenbarung diesen Monats an und erhalte freie Dispensierung von der Hölle. Jetzt einschalten auf dem öffentlichen Arcadia Bay Kanal 40. Zahl am besten noch 100 Euro und dann kommst du nicht in die Hölle. Ne? Bist du befreit. Der Teufel wird dich nicht holen. The eggs always come first, as Joyce used to say. Tja, ich habe aber die Milch zuerst gehabt. So, den restlichen Einkauf lassen wir hier stehen. Wahrscheinlich noch irgendwas Tiefgefrorenes, was gerade vor sich hin auftaut und leicht anfängt, vor sich hin zu gammeln. So, Zutaten. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Hm. Als ob die in Hollywood steckt. Die hätte sich doch schon längst bei Chloe gemeldet. Ja, was haben wir zur Auswahl? Rachel steckt in Schwierigkeiten. Geht's Rachel gut? Ja, woher soll Joyce das denn wissen? Mein Gott, so eine doofe Frage. Oder war Rachel sauer auf Chloe? Es ist eine Aussage, das ist eine Frage, die sie nicht beantworten kann. Und das finde ich eigentlich eine recht interessante Frage. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Vielleicht ein bisschen. Maybe. Rachel was so much cooler than me. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like a thousand now. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Hm. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Das ist ein Gespräch. Okay, wir können nochmal reden. Was habe ich denn jetzt in der Schüssel gerührt? Nix, oder? Ich habe einfach drin rumgerührt. Da liegt noch... Klar, wenn man Kuchen macht und man nur das Eigelb braucht... Eiweiß, Entschuldigung, lässt man das Eigelb einfach da liegen. Aber gut. Dann setze ich mich mal hin und lass mir lecker Frühstück bringen. Yay. Oh, gibt's auch Ahornsirup dazu? Ich will Ahornsirup. Okay, ist Butter drauf. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Haha, danke schön. Okay, die Zeitung hatte ich schon. Erdnussbutter. I'm glad that's creamy and not crunchy. I guess nobody waters the plant here. Butter ist gut, aber Ahornsirup wäre besser gewesen. Now that's what I call pancakes. Dann lass es dir mal schmecken, Max. Yum, 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 yum. Jetzt habe ich Hunger auf Pancakes. Will auch Pancakes. Pannekacke. Wenn man so spricht, klingt es irgendwie scheiße. So. Seeing you again? Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it.
I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. Oh. He had his car out right after this, and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Das glaube ich auch. Und ich bin gespannt, was das sein wird. Ich hoffe ihr auch. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.